So, dann sammelt mal alle zusammen. Ich möchte euch was sagen. Nicht nur die Location, vor allem das Essen muss der Sternekoch testen. Und dafür muss die ganze Familie antreten. Ihr Lieben, ja, ihr seid eine so tolle Familie, habt so eine intensive Geschichte und das muss auch weiterleben. Mama. Aber bevor ich helfen kann, muss ich erst mal wissen, wie das hier alles überhaupt abläuft. In 2,5 Stunden kommen 20 Testesser. Und werden wir euch essen, trinken und werden euch testen. Ja, capito? Yes. Ihr seid ja die italienischen Blues Brothers hier der Region. Dann zeigt mir, was ihr drauf habt. Los geht's. Wenn schon richtig. Avanti. Avanti. Attacke. Was ist los? Bist du nervös? Ein bisschen. Warum? Ich weiß nicht. Hast du Angst? Ein bisschen. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt in der Situation? Stressig. Ich bin als Angestellte hier, trotz dass ich 24 Stunden hier bin fast, ja, sozusagen, morgens bis abends. Ich gehe trotzdem immer mit ihm einkaufen, ich mache die Buchhaltung. Du gehst mit ihm einkaufen? Mhm. So haben wir auch ein bisschen Zeit für uns, sage ich mal. Das ist die Zeit, wo wir alleine bleiben können. Das ist das, was du dir vorgestellt hast im Leben? Nein. Lebensgefährtin Ioana opfert sich für den Laden auf. Du bist doch vom Fach, ne? Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie du das jetzt hier eindeckst und alles machst und so. Mir gefällt das selber nicht, wie ich eindecke hier. Der Sternekoch traut seinen Ohren nicht. Gleichzeitig wird in der 20 Quadratmeter großen Küche das Menü für das Testessen beratschlagt. So. Was gibt's denn heute? Wir geben heute vorneweg eine schöne Tomatencremesuppe. Ja. Als Hauptgang wollten wir eigentlich Hähnchenbrust machen. Mutti hat Angst, dass es irgendwie was schieflaufen könnte. Da geben wir eine schöne Tagliatelle Ragù Siciliano. Mama, was ist Ragù Siciliano? Tomatensauce mit Akt Fleisch und kleine Stücke von Bistecca, wie heißt das? Entrecote. Entrecote. Ist das eine klassische Soße? Gibt es die wirklich? Ja, ja, das ist der sizilianische Ragù. Ja? Also der Ragù Siciliano ist mit Hackfleisch und Fleischbrocken, große. Also gut. Ragù sagt ja schon von sich, da muss Fleisch dabei sein. Ja. Die Bolognese. Gut, dass du sagst. Ja, Fleisch weiß ich ja nicht. Ja, ja. Und eine schöne Biskuitrolle Vanillehonig. Ihr zaubert hier eine Biskuitrolle? Schon halb fertig. Ehrlich? Ja. Das wird doch veräppeln. Nö, wir haben auch ganze 4-stockwerkige Torten hier gezaubert. Ich dachte, ihr seid hier eine sizilianische Gangsterbude. Ja, als guter Gangster muss man nicht nur schießen können, sondern flexibel sein. Und labern vor allen Dingen. Das muss man können. Da wurde beigebracht, wenn du die Antwort nicht kennst, versuch dich da schnell rauszuholen. Ja. Absache, keine stumme Szene. Gut. Das Schlimmste, was man machen kann. Dann würde ich sagen, wollen wir jetzt nicht mehr labern, sondern wollen wir mal handeln. Ich will das mal sehen, wie ihr das macht. Gitti. Und los geht's. Zwar ist Mama Letteria keine gelernte Köchin, aber als italienische Vollbluthausfrau zaubert sie mit geübten Handgriffen das Dessert. Eine frische Biskuitrolle. Du bist ja jetzt kein klassischer Koch. Woher kannst du diese ganzen Sachen? Ich bin gelernter Koch. War 5 Jahre stellvertretender Küchenchef in Frankfurt in der Australian Bar und 5 Jahre als Küchenchef in kleinen italienischen Betrieb, auch in Niederrad, also in Frankfurt. Mhm. Und backen? Wo kannst du das? Das ist meine Medizin, sage ich. Wenn ich aufgeregt, wenn alles schief läuft, backe ich mit der Mama einen Kuchen und mir geht's besser. Das ist meine Yogastunde, sage ich. Manche gehen ins Fitnessstudio, ich backe halt eine Torte. Ich sollte weniger backen und sollte mal ins Fitnessstudio gehen. Ja. Alex, jetzt machst du Tomatensuppe, Suppa di Pomodoro. Hm? Hast du richtig gesagt? Ja, Suppa di Pomodoro. Suppa di Pomodoro, ja. Und jetzt gibt's aber danach Nudeln, auch wieder mit Ragù, mit Tomatensauce. Hm? Meinst du, ist ein bisschen viel Tomaten? Ein bisschen viel Tomatensauce. Warum habt ihr keine Pizza gemacht? 20 Spitzen auf dem Schlag wird ein bisschen eng mit den 8er. Stimmt, aber man kann ja so Teller fertig machen und dann immer so kleine Winkel nur. Weißt du, schneidet man so Winkel, stellt in die Mitte, löst, können so nehmen und dann immer nach. Aber mach. Jetzt ist mein System durcheinander gebrochen. Ja, mach. Gab es jemals ein System in dieser Küche?
Immerhin ist hier ein gelernter Koch am Werk. Jetzt weiß ich nicht, ob wir umändern soll und Pizza machen sollen, lieber oder nicht. Die Idee war echt gut. Alessandro steht vor einer schweren Entscheidung. Jetzt überlege ich ernsthaft, ob wir statt der Pasta, weil das mit zweimal Tomatensauce, wiederholt sich aber auch wieder bei der Pizza. Aber das ist halt eine andere Art von Tomatensauce, da kann man mehr spielen. Dabei bleibt es jetzt auch? Dabei bleibt es jetzt auch, ja. Wir müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten holen für die Tomatensuppe, weil wir machen sie ja nicht aus diesen Tomaten. Sondern? Aus dem wir machen Tomatensauce mit frischen Tomaten. Alex, sorry, aber wir haben jetzt noch irgendwie 2 Stunden. Und du willst in 2 Stunden eine Tomatensuppe kochen aus frischen Tomaten? Mhm. Schaff das. Da hat sich jemand was vorgenommen. Gut, dass in einer italienischen Küche frische Tomaten zum festen Inventar gehören. Hätte er jetzt geschälte Tomaten gesagt, hätte ich ihn geglaubt. Frische Tomaten haben so viel Wasser, da musst du wirklich so lange kochen, was sie natürlich auch kochen muss. Also der Italiener kocht normalerweise eine Tomatensuppe 2 Tage. Und das Wasser, was verkocht, wird immer wieder mit Tomaten aufgefüllt. Und dann nimmt man keine frischen Tomaten, sondern geschälte Tomaten. Das ist das einzige Dosenprodukt, was man in der Spitzenküche verwenden kann, weil die Tomate in der Dose weiterreifen kann und dadurch ein sehr gutes Produkt ist. Hat man gar nicht gewusst, ist zufällig entstanden. Also für euch zu Hause auch. Tomaten, Suppe, Soße, ruhig geschälte Tomaten, weil das ist die leckere Tomate zum Kochen. Langsam wird klar, hier mangelt es an professionellen Kochkünsten. Aber Hauptsache, es sieht gut aus. Mama, was kann er denn richtig gut? Cosa so fare veramente bene? Tutto. Alles? Alles. Und warum läuft es dann hier nicht? Perché non riusciamo ad andare avanti? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist sehr gut kochen. Die Leute sind zufrieden, willkommen. Erste Mal kommen, zweite Mal, dritte Mal. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist die Location ist gut, ich weiß nicht. Der Gastraum ist das Reich von Ioana. Dazu gehört natürlich auch das Eindecken. Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Seit 3,5 Jahre habe ich jetzt die Ausbildung, 4,5 Jahre. Habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Davor habe ich im Hotel geübt, also gelernt. Was kochst du so am besten? Was ist so dein... Pizza. Pizza. Das macht mir persönlich Spaß, weil ich als Jongleur und Balanceur das auch gerne mache. Also was ist denn ein Jongleur und Balanceur? Ja, jonglieren ist halt jonglieren und balancieren ist ja das... Oh Gott. Das präsentiere ich immer wieder gerne. Das ist eine Tennishalle, ich will lieber Tennis spielen. Oh. Hallo. Hallo. Antonio. Antonio. Ja, ich bin der Frank. Ja. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ja. Ich habe ja deine Familie schon kennenlernen dürfen. Mhm. Eine sehr nette Familie und tolle Menschen. Nach akrobatischen Übungen geht es nun endlich wieder um die Vorbereitung des Testessens. Zum Dessert gibt es eine Biskuitrolle. Zwar selbstgemacht, aber nicht gerade typisch sizilianisch. Nennen die dich echt immer Spülmaschine? Das ist aber nicht richtig, ne? Ja. Das könnte man noch. Eine schöne Spülmaschine wäre doch gut, dann hättest du doch auch weniger Arbeit, oder? Ja, weniger nicht, aber. Bitte? Weniger nicht, aber. Natürlich weniger. Guck mal, wie viel Wasser ihr allein. Wie viel Wasser du alleine verbrauchst, um nur die Bleche abzuspülen? Ja. Da kann das städtische Hallenbad ja ein ganzes Becken mit voll machen. Ich weiß, die Sizilianer haben um ihre Insel herum nur Wasser. Die denken, es ist normal. Auch unser Yoga-Experte ist weiterhin in seinem Element. Nächster Punkt für den Sternekoch,
Die Speisekarte. So, Pasta. Dann haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10 Pastagerichte. Nee, 13. Dann Pizza. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Pizzen. 20, 22. Meine Herren, ey. Dessert. Hausgemachte Tiramisu Mille Fleurs. Mit Blätterteig in der Mitte. 4 Euro, Kinder. Wenn ich da die Mehrwertsteuer abziehe, die Arbeit, die Lebensmittel, das Lagern, den Strom, die Miete, nichts bleibt da über. Gar nichts. Nach diesem Speisekarten-Kuddelmuddel ist Frank Rosin gespannt, wie es in der Küche läuft. Bis jetzt arbeitet das Team Hand in Hand. Warum jetzt Edamer? Also das ist die Rezeptur mit der Salsiccia, die ja. Wird würziger dadurch. Kann das sein, dass du den Edamer auch nimmst, weil er billiger ist? Unter anderem. Ich könnte ja auch Pizzamix kaufen, der kostet ja auch ein Viertel, aber das ist dann Todesurteil für jeden anständigen Pizzabäcker oder Koch. Das macht man nicht. Ja gut, aber die Frage, was macht man nicht, die können wir hier nicht stellen, weil in Ausreden bist du ja nicht der Schlechteste. Ja, ja, ja. Ich geb's zu. Ich habe noch nie mein Leben dumme Szene gemacht. Wenn man durch bloßes Reden ein Restaurant führen könnte, wäre das La Trinacria wahrscheinlich schon ein Sternenlokal. Aber Alex, warum läuft der Laden nicht? Guck mal, ihr habt viel Kultur, ihr seid liebenswürdig, ihr habt eine tolle Familie. Du und deine Frau, ihr habt den Job gelernt, ja? Die Mama, die kann schön ihre alten Rezepte kochen und so, ja? Ich frage mich, was ist das Problem? Das haben wir in den letzten 2 Jahren versucht rauszufiltern. Wir wissen es immer noch nicht. Wir kochen liebevoll, wir kümmern uns liebevoll um alle Gäste. Trotzdem bleibt das nicht konstant. Also diese Schwenkungen sind so hoch. Und gerade wenn der Sommer, Frühling beginnt, ist bei uns Feierabend. Ich weiß nicht, ob du informiert bist über unsere Vorgeschichte mit der Terrasse. Nee, jetzt immer. Wir hatten ja da draußen für den Sommer mit dem Pächter eine Terrasse vereinbart. Ja. War ja auch eigentlich soweit okay. Mhm. Und nicht mit den Eigentümern. Am Tag der Eröffnung, am Fußballbeginn von der Weltmeisterschaft, hat er uns gezwungen, sie wegzuräumen. Weil aber warum? Sie nicht, aber warum? Weil sie nicht vom Eigentümer genehmigt wurde, sondern nur vom Pächter mündlich als guter Sitzgeber. Er wollte gefragt werden. Ja, daran hat alles gescheitert. Dann mache ich weiter hier. Vielleicht hätte man dort mal den Mund aufmachen müssen. Wie kommuniziert ihr jetzt miteinander? Durch den neuen Pächter, der jetzt dazugekommen ist, entsteht wieder Kommunikation, aber indirekt. Das heißt, direkt miteinander reden findet gar nicht mehr statt, sondern nur noch über den Pächter. Ja, nur mir geht die Batterie langsam so soft aus. Ja, so ganz langsam geht einem die Luft raus. Ich glaube, arbeiten kann man immer viel, aber wenn dahinter kein Erfolg steckt, ist ne, das. Dann ist das immer Pech. Ne? Vor allem, wenn du so kurz vom Ziel stehst und ja. Einer drückt dich weg von dem Ziel, ja. Dann ja. Hört der Spaß auf. Habe ich auch schon oft erlebt. Was läuft schief im La Trinacria? Die Testesser sollen bei der Ursachenforschung helfen. Die Speisekarte kann man auch super lesen. Ja, das ist dagegen gefahren. Dass hier überhaupt ein Restaurant ist. Der erste Eindruck ist schnell gewonnen in dem kleinen Restaurant. Er sieht ein bisschen in die Jahre gekommen aus, ein bisschen ja, so rustikal. Man kann sich nicht vorstellen, dass hier ein Italiener drin ist. Also für mich ist es vom Aussehen jetzt einfach her kein italienisches Restaurant, weil es sieht einfach nach deutscher Kneipe aus. Das Flair einer deutschen Kneipe? Nicht gut. Hoffentlich ist die Küche italienischer. Der erste Versuch, das zu beweisen, geht raus. Als Vorspeise frische Tomatensuppe. Also richtig warm ist die Suppe nicht. Ne? Also eine heiße Suppe, da erwarte ich eigentlich was anderes. Das hat halt irgendwie so ein bisschen der Schmackhof hat's gefehlt, also so ein bisschen Gewürz. Was sagt der Sternekoch zu einem der Klassiker unter den italienischen Vorspeisen? Ja, wie gesagt, wir sind ja zwar in einer Tennishalle, Tennishallen-Gastronomie, aber wir sind in einem italienischen Restaurant, bei einer sizilianischen Familie. Also, die Anrichteweise ist schon wirklich sehr, sehr einfach.
Ja. Also grundsätzlich für den Hausgebrauch schmeckt die Suppe. Weil sie schmeckt so, wie viele Menschen sie diesen Geschmack nicht anders kennen. Brühe, Brühwürfel. Das heißt also, klar, sie schmeckt nach diesem Einheitsmampf, den es überall gibt. Aber das hat diese sizilianische Familie überhaupt nicht nötig. Schade. Die erste Runde haben die Italiener leider verloren. Ja. Ein Beilagensalat bitte mit Zitrone-Joghurt-Dressing. Alles klar. Deine Frau muss anklopfen, wenn sie in die Küche kommt? Jeder, der in die Küche rein will, ob einer von uns rausgeht oder meine Frau, hat zu klopfen. Ja, nehme ich jetzt erstmal so hin. Dafür wird jetzt beim Pizza-Zubereiten richtig Vollgas gegeben. Frank Rosin ist belustigt und etwas irritiert. Du bist eine Sensation, Alex. Mein Spitzname war immer Rakete. Und genauso schnell wie die italienische Rakete serviert seine Lebensgefährtin den gespannten Testessern den Hauptgang. Es ist so ein bisschen anders. Also es ist so ein bisschen matschig. Durch die Wurst noch und viel Käse, das hat richtig Fettaugen oben drauf gezogen. Grundsätzlich gut. Aber der Teig ist zu dick. Ja. Viel zu mächtig. Man sieht auch hier, dass sie innen drin noch sehr, sehr quarkig ist. Seht ihr das hier? Das ist viel Teig. Hier, wow, wow, wow. Tomate ist nicht zu finessenreich genug. Da ist kein Olivenöl drin, da ist kein Basilikum drin. Und die Zwiebeln sind auch viel zu grob geschnitten. Wie gesagt, der Ansatz ist ganz gut, aber es fehlen wirklich technische und typisch sizilianische Finessen. Das italienische Geschmackserlebnis war das wohl nicht. Das sieht aber nicht aus, so ist okay. Das ist nicht gut. Jeder hat nicht mal eine halbe Pizza gegessen. Und das nach so einer kleinen Tomatensuppe. Aber die Salsiccia hat geschmeckt. Und schon segnet die Pizza das Zeitliche. Es war nur zu viel. Alles super. Ich hab alles abgepackt. Nur zu viel. Die Teller reden mit mir eine ganz andere Sprache. Nur zu viel. Reißen die Biskuitrollen à la Italia das Ruder noch rum? Die werden langsam braun. Keine Hektik. Hektik ist nur ein Fehler. Was hat man gerade beim Pizzamachen gesehen? Mein Spitzname war immer Rakete. Das war keine Hektik, das war schnelles Arbeiten. Weißt du, ich hab die Ausrede immer. Immer. Egal wie. Was sind die Lottozahlen? Treffe ich. Und wenn du nicht gewonnen hast? Das ist immer so. Ich habe eine Antwort gegeben, aber die Zahlen habe ich gegeben. Und nicht die richtigen. Da kann man nur noch hoffen, dass die Nachspeise ein Volltreffer wird. Es war wie alles an dem Abend sehr mächtig. Was mir nicht so gut gefallen hat, war diese Kirschsoße, die da mit drüber war. Die hat das Ganze so ein wenig übertüncht. Der Service ist sehr nett, muss man sagen. Ich denke, beim Essen sollten Sie sich vielleicht auf wirklich die richtige italienische Küche konzentrieren, das Ganze ein bisschen frischer rausbringen und nicht so extrem überladen einfach. Selbstgemachte Kuchen sind immer ein Plus. Eigentlich. Also, irgendwas schmeckt hier komisch. Boah, oh, Alter, das ist so süß. Das habe ich ja, das ätzt dir richtig die Zunge weg. So süß ist das. So, raus, abräumen. Noch herrscht Zuversicht und gute Stimmung in der Küche. Ja, ihr Lieben, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr als Testesser da seid. Hier geht es um eine wirklich zuckersüße Familie, die sich sehr engagieren und die meinen auch
alles zu tun, alles zu machen. Und wir wollen jetzt gucken, ob das richtig ist, okay? Insgesamt 50 Punkte können die Testesser in 5 Kategorien vergeben. Wichtig ist eine ehrliche Bewertung, damit der Sternekoch erkennen kann, wie das La Trinacria bei den Gästen ankommt. So, ihr Lieben. Ha? Al Capone. Jetzt kann ich alles rauslassen. Musst du uns weiter quälen? Ich will euch nicht, ich möchte euch helfen. Morgen werden wir darüber reden. Ja? Okay. Alles klar. Schönen Abend. Dir auch. Oh, morgen. Dun, dun, dun. So, abräumen, sauber machen, Feierabend, gute Nacht.